Und was willst du nach dem Studium mal machen? Das mag für die meisten von uns eine echt nervige Frage auf einem Familienfest sein. Aber mal ernsthaft, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was du nach dem Studium machen möchtest? Wenn du noch keine ganz klare Vorstellung davon hast, wie deine berufliche Zukunft aussehen soll oder du dir nur sehr schwer vorstellen kannst, wie du deinen Traumberuf findest, dann wird dir dieses Video sicherlich weiterhelfen. Heute kläre ich anhand von 7 Schritten, wie du vom Studium in die Berufswelt springst. Und damit herzlich willkommen bei LearnHack. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Kurzer Disclaimer vorweg. Mit LearnHack möchten wir eine Plattform schaffen, um euch zum Thema Schule, Ausbildung und Uni zu helfen. Deshalb lasst uns gerne wissen, worüber ihr mehr erfahren möchtet, welche Themen euch interessieren. Schreibt uns gerne einen Kommentar oder per DM auf Insta, wenn es etwas privater sein soll. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Danke für euren Support und damit viel Spaß beim Video. Zu Beginn unseres Studiums wissen wir noch gar nicht, was uns eigentlich inhaltlich erwartet. Das Grundstudium dient zunächst als Orientierungsphase. In dieser Zeit wird ein Großteil der Studieninhalte zumindest schon mal grob behandelt. Und je nach Studium müssen wir ab dem 3. bzw. 4. Semester dann Vertiefungen wählen. Ihr müsst also entscheiden, in welchen Fächern ihr euch spezialisieren wollt. Das Studium drängt uns an dieser Stelle ganz automatisch dahin, uns zu hinterfragen, wo unser fachliches Interesse und unsere Stärken liegen. Bevor wir uns Gedanken über unsere berufliche Zukunft machen, ergibt es also Sinn, uns zu fragen, was uns liegt, welche Hard- und Soft-Skills wir eigentlich besitzen, ob wir gut mit Menschen können, ob wir eine Gruppe gut organisieren können, wie wir mit Herausforderungen umgehen, was uns Freude macht, was uns interessiert. Beantwortet diese Fragen einmal für euch. Dadurch bekommt ihr ein besseres Verständnis von euren Fähigkeiten, Fertigkeiten und euren Interessen. Wenn wir ein Interessengebiet in Schritt 1 von uns kennen, gibt es aus zweierlei Gründen Sinn, hier erste Berufserfahrungen zu sammeln. Einerseits könnt ihr für euch herausfinden, ob es euch auch in der Praxis gefällt, das Thema, oder ob ihr euch selbst in diesem Beruf oder dieser Branche seht. Andererseits sammelt ihr erste Berufserfahrung, die ihr ja in eurem Interessengebiet gleicht, die ihr dann bei eurer Bewerbung mit angeben könnt. Ihr fragt euch nun sicherlich, wie kann diese erste Berufserfahrung aussehen? Praktika sind hier natürlich eine super Möglichkeit. Viele Universitäten bieten Praktikumsprogramme an, worüber ihr euch teils direkt auf Praktikumsstellen in Unternehmen bewerben könnt. Bei meiner Uni war das tatsächlich nicht der Fall. Dadurch musste ich mich selbstständig darum kümmern, bei einem Unternehmen ein passendes Praktikum zu finden, was dann auch nicht wirklich erfolgreich war. Meine erste Berufserfahrung habe ich aber als Werkstudent gesammelt. Im Unterschied zu einem Praktikum, wo ihr ja so an die 40 Stunden eine klassische Arbeitswoche habt, arbeitet ihr als Werkstudent oder Werkstudentin parallel zu euren Uni-Aktivitäten. Meistens sind das so 10 bis 20 Stunden pro Woche und je mehr Zeit ihr hier investiert, desto stärker werdet ihr dann auch in die Projekte eingebunden werden. So zumindest meine Erfahrung. Ich habe oftmals eine unterstützende Rolle in den Projekten eingenommen und je länger ich dabei war, desto mehr Verantwortung und Aufgaben konnte ich dann auch übernehmen. Grundsätzlich werdet ihr in einem Praktikum den Berufsalltag besser nachvollziehen können. Einen wirklichen Berufseinblick erhaltet ihr aber erst, wenn ihr ja mindestens 4 Wochen in einem Unternehmen wart. Fehlt daher die Dauer eures Praktikums nicht zu kurz. Indem ihr erste Berufserfahrungen sammelt, werdet ihr für euch festgestellt haben, was ihr möchtet. Möchtet ihr einen klassischen 9-to-5-Job? Möchtet ihr Karriere machen? Wie steht es um die Work-Life-Balance? Seht ihr euch eher in einem Startup oder vielleicht doch in einem Konzern oder einer öffentlichen Behörde oder irgendwo dazwischen? Möchtet ihr euch selbstständig machen? Vielleicht euer eigener Chef sein? Und wie ist der Austausch? Wie steht es um den Austausch mit Kollegen? Möchtet ihr in ein Büro gehen oder lieber von zu Hause aus arbeiten? Und natürlich, in welcher Stadt wollt ihr arbeiten? Die Praktika und die Werkstudententätigkeiten sollen dabei helfen, diese Fragen zu beantworten. Und durch sie werdet ihr feststellen, was ihr wollt und wahrscheinlich viel mehr noch, was ihr eigentlich nicht wollt. Um unseren Traumjob zu finden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sicherlich sind Jobportale wie Glassdoor, StepStone, Indeed eine super Möglichkeit, um einen ersten Eindruck von ausgeschriebenen Stellen, Qualifikationen zu erhalten. Werft hier auf jeden Fall mal einen Blick rein. Das Problem an der Suche im Internet ist jedoch, dass es ein viel zu großes Angebot gibt. Wir Menschen tendieren dazu, uns bei einem großen Angebot für das uns Bekannte zu entscheiden. Und in diesem Fall sind das dann meist große Unternehmen, Konzerne mit einem bekannten Namen.
Auf diese Stellen wiederum bewerben sich dann meist sehr viele Leute. Kleinere Unternehmen werden hingegen übersehen und erhalten hingegen weniger Aufmerksamkeit. Und das lässt sich sehr gut an so einer Long-Tail-Kurve darstellen. Es gibt einige wenige Unternehmen, die den Großteil der Aufmerksamkeit erhalten. Und der Großteil der Unternehmen erhält keine Aufmerksamkeit von den BewerberInnen. Deshalb empfiehlt es sich, neben dem Internet auch Veranstaltungen, Messen, Vorträge zu besuchen, die beispielsweise an eurer Uni angeboten werden und thematisch genau in eurem Interessengebiet liegen. Das müssen gar nicht mal reine Recruiting-Veranstaltungen sein. Hier habt ihr häufig die Möglichkeit, direkt mit fachlichen Mitarbeitern zu sprechen. Ihr könnt hier Fragen zu deren Jobs stellen und auch ehrliche Antworten erwarten. Außerdem erhalten die Unternehmen auch direkt einen Eindruck von euch. Die Erfolgschancen, hier einen passenden Job zu finden, sind meiner Erfahrung nach deutlich höher. Ein weiterer Weg, mit lokalen Unternehmen in Kontakt zu treten, könnten Career Service Angebote eurer Uni sein. An nahezu jeder Uni gibt es ein Career Service Team, was Studierenden mit Kursen, Veranstaltungen etc. dabei helfen soll, einen passenden Beruf zu finden. An meiner Uni in Braunschweig gab es Exkursionen bei Unternehmen. Wir haben damals beispielsweise den ganzen Tag bei Lufthansa Technik in Hamburg verbracht, eine Führung über das ganze Gelände bekommen, durften Workshops mit den Mitarbeitern, mit den fachlichen Mitarbeitern vor Ort durchführen und konnten so in deren Büroräume alle Fragen stellen. Ein ganz klassischer Weg sind natürlich auch Familie und Freunde. Dort habt ihr ein bestehendes Netzwerk und könnt aufgrund persönlicher Beziehungen schon erfragen, wie gewisse Unternehmen funktionieren und wie die Arbeit bei diesen aussieht. Und dann gibt es natürlich noch Social Media. Auch hier gibt es die Möglichkeit, mit Unternehmen und Mitarbeitern in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen und euch ein Bild davon zu machen, wie das Unternehmen funktioniert und die Arbeit aussieht. Da sich Unternehmen im Internet kein persönliches Bild von euch machen können, ist es besonders wichtig, dass ihr ein professionelles LinkedIn-Profil habt. Zum Glück haben wir dazu schon das passende Video hochgeladen. Schaut es euch im Nachgang gerne an. Wir haben es euch verlinkt. Im nächsten Schritt, wenn ihr euren Traumjob gefunden habt, beginnt dann die Bewerbungsphase. Es gibt die Möglichkeit, sich auf ausgeschriebene Stellen zu bewerben. Neben klassischen Stellenangeboten bieten große Unternehmen häufig Trainee-Programme an. Dabei durchlauft ihr für einen definierten Zeitraum verschiedene Abteilungen und übernehmt verschiedene Aufgaben, bevor ihr dann eine feste Stelle bekommt. Genauso gibt es die Möglichkeit, sich auf eine Juniorstelle zu bewerben. Das sind Stellen, wo ihr im Prinzip weniger Berufserfahrung braucht. Und neben der Bewerbung auf ausgeschriebene Stellen könnt ihr dann auch eine Initiativbewerbung einreichen. Häufig bewirbt man sich dann einfach auf eine klassische Festanstellung. So war das auch in meinem Fall. Ich habe mich nach meinem Studium als Unternehmensberater beworben und wurde dann auch übernommen mit einem klar definierten Aufgabenscope. In beiden Fällen braucht ihr in der Regel ein klassisches Bewerbungsanschreiben, einen Lebenslauf, und es empfiehlt sich außerdem, die Zeugnisse, Empfehlungsschreiben mit einzureichen bzw. diese bereitzuhalten, falls danach gefragt wird. Achtet darauf, dass die Dokumente auch auf das Unternehmen zugeschnitten sind, auf das ihr euch bewerbt. Das bedeutet, Berufserfahrungen, die nichts mit den inhaltlichen Schwerpunkten der ausgeschriebenen Stelle zu tun haben, die solltet ihr am besten weglassen. Berufserfahrungen, die zu der ausgeschriebenen Stelle passen, die solltet ihr hingegen dann etwas mehr anreichen mit detaillierten Informationen. Mit etwas Glück und noch besserer Vorbereitung wird eure Bewerbungsphase dann erfolgreich verlaufen. Ihr werdet zum Vorstellungsgespräch eingeladen oder einem Assessment Center. Eine gute Vorbereitung auf das Unternehmen und die Stelle wird euch dabei helfen, selbstsicherer und ruhiger aufzutreten. Und dadurch entsteht häufig eine positivere Grundstimmung, die entscheidend dafür ist, welchen Eindruck ihr beim Unternehmen hinterlasst. Ja, und selbst wenn man alle vorherigen Schritte noch so erfolgreich befolgt hat, kann es manchmal sein, dass der Beruf doch nicht zu einem passt. Vielleicht ist man überfordert mit seinen Aufgaben. Vielleicht glaubt man, dass man nicht gut genug für den Job ist und hat Zweifel. Die Berufswelt ist einfach anders als das Studium. Du verdienst nun Geld und musst dafür auch Leistung bringen. Daher ist Selbstorganisation super wichtig. Ein gutes Zeitmanagement zählt dazu und dazu haben wir zum Glück auch schon ein Video gemacht. Aber lasst mich dich im Allgemeinen einmal beruhigen. Zweifel entstehen dann, wenn man das Gefühl hat, nicht alles verstanden zu haben. Und das ist gerade am Einstieg der Fall. Du kannst gar nicht alles verstehen. Das ist ganz normal. Es gibt eine Anlernphase und das weiß der Arbeitgeber auch. Deshalb ist es wichtig, dass du gut zuhörst, mitschreibst. Deshalb hab am besten immer ein Notizbuch mit dabei.
Und dann kannst du dir Fachbegriffe, auf die du am Anfang stoßen wirst, notieren, sie im Anschluss googeln oder deinen Ansprechpartner fragen. Und ich selbst merke das auch immer wieder, wie wichtig dieser Austausch mit dem Ansprechpartner ist. Gerade wenn ich auf ein neues Projekt komme, merke ich das, wie gut mir dieser Austausch tut und auch meinem Ansprechpartner. Der kann dadurch viel besser einschätzen, wie weit ich bin und wo meine Fertigkeiten und Fähigkeiten liegen. Es ist also kein Problem, etwas nicht zu wissen. Die Anfangszeit ist immer schwierig, aber genauso habt ihr auch nichts zu verlieren. Gebt euch etwas Zeit und wenn es dann immer noch keinen Spaß macht oder ihr keinen Sinn in eurer Arbeit seht, dann ist das nicht das Ende der Welt. Ihr könnt euch immer noch entscheiden, etwas anderem nachzugehen oder euch umschauen. Lasst uns abschließend noch einmal zusammenfassen, wie ihr an euren Traumjob kommt. Startet bereits während eures Grundstudiums damit, euch mit euren Interessen vertraut zu machen. Versucht über Praktika und Werkstudententätigkeiten erste Berufserfahrungen zu sammeln und skizziert auf dieser Basis euren Traumjob. Über das Internet sowie Veranstaltungen könnt ihr in Kontakt treten mit Unternehmen. Bewerbt euch auch auf ausgeschriebene Stellen oder über eine Initiativbewerbung und bereitet euch dann auf ein Vorstellungsgespräch oder ein Assessment Center vor. Ehrlichkeit, Authentizität und Selbstsicherheit siegen an dieser Stelle. Im Job sind Überforderung und Zweifel zu Beginn ganz normal. Gebt euch Zeit, ihr habt nichts zu verlieren. Befolgt diese Schritte und es wird beim nächsten Familientreffen keine peinliche Stille mehr geben, wenn man euch fragt, was ihr machen wollt. Unterstützt uns und lasst uns in den Kommentaren wissen, wozu ihr mehr erfahren möchtet und was wir besser machen können. Diese Videos sollen schließlich euch dienen und euch bei euren Problemen helfen. LearnHack ist für uns ein Hobby, für das wir neben der Arbeit auch sehr viel Zeit aufwenden. Euer Support zeigt uns daher, dass ihr unsere Arbeit schätzt und hält dieses Projekt am Leben. Deshalb freuen wir uns sehr über jede Form der Unterstützung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei LearnHack.